vieles von dem, was sie machen, trifft bei uns nicht unbedingt deswegen auf Gegenliebe, nicht weil wir nicht vieles verstehen was von dem, was sie machen, sondern weil es ab und zu einfach eine Frage der Perspektive ist, aus der man die verschiedenen Punkte betrachtet. So ist es aus ihrer Perspektive vollkommen verständlich, was sie fordern, und dieses fast romantische Bild, und der Kollege Seifen erklärt mir die Tage, dass das Bild der Romantik tatsächlich sehr gut dazu passt, denn es ist ein Verschwimmen der Grenzen, eine gewisse Unschärfe, mit der man Dinge betrachtet. Dieses fast romantische Bild auf Zuwanderung, auf Asylsuchende, die jetzt hier in Arbeit kommen, das kann ich nachvollziehen. Ich finde es sogar eigentlich ganz nett. Und Ihren Satz, den Sie verarbeiten im Sinne von Arbeit integriert, ja, absolut. Also wenn man sich die erste größere Anzahl von Leuten anschaut, die zu uns gekommen sind, und die vielen Freundschaften, die daraus entstanden sind, zwischen Kumpeln damals, Ehen, die daraus erwachsen sind, binational, ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Nur betrachten Sie vielleicht an dieser Stelle ganz nüchtern und ganz sachlich die Sache auch mal aus unserer Perspektive, von einem etwas anderen Standpunkt. Und da hört es sich tatsächlich ein bisschen so an wie das prolongierte, ja, jetzt sind Sie halt da. Und dann sagt ein Bundesminister auch noch, ja, wir dürfen jetzt auch nicht die Idee erwecken, dass wir in größerer Zahl Illegale irgendwie abschieben könnten. Klammer auf, in einer so alten, älter werdenden Gesellschaft, in der wir dazu gar nicht mehr die Kraft haben, Klammer zu. Und dann machen Sie aus der Not eine Tugend. Sie sind ja jetzt da, und wir hören auch aus anderen Parteien, ja, da sind ja geradezu Goldstücke zu uns gekommen, Menschen, die wertiger sind als Gold, die jetzt all unsere Probleme bekämpfen. Und das ist sehr schwierig, denn am Ende werden Sie beide Seiten damit enttäuschen. Auf der einen Seite diejenigen aus den Reihen, die das Ganze unterstützen, die eine Arbeitsmarktintegration wollen. Denn Sie wissen doch gerade selber, wie schwer es ist, Menschen mit multiplen Vermittlungshindernissen in Arbeit zu bringen. Und auf der anderen Seite die vielen Menschen, die hier hingekommen sind, die Arbeit suchen. Denn das können Sie doch gar nicht bieten. Denn unterhalten Sie sich mal mit jungen Menschen, gut ausgebildeten jungen Menschen, Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, wie schwer es ist, dauerhaft eine Beschäftigung zu finden. Ausgebildete Chemikerinnen, Chemiker, die finden doch hier auch keinen Job, der dann an einer Universität zum Beispiel in Forschungsprojekten länger ist als 1 bis 2 Jahre. Und dann versprechen Sie Menschen, die schon zu uns kommen, wo Sie selber sagen, wir beginnen da mit einer Alphabetisierung, versprechen Sie einen Job. Ich weiß nicht, wo das am Ende hinkommen soll. Und es gibt noch eine ganz andere Achse. Und deswegen denke ich, dass wir da beinahe differenzierter über die Sache nachdenken als Sie. Und da passt wieder das Bild der Romantik, wo die Grenzen verschwimmen und wir einen, finde ich, klareren, weniger romantischen Blick auf die Dinge haben. Denn Sie verprellen auf der anderen Seite genauso diejenigen, die es ehrlich versuchen. Die es ehrlich versuchen, aus ihrem Heimatland sich hier als Fachkräfte in Deutschland zu bewerben. Die es zum Beispiel über die Blue Card versuchen oder über andere legale Wege, die es gibt, in die Europäische Union zu kommen und hier tatsächlich ehrliche Arbeit zu finden, die wir auch brauchen. Und dann auf der anderen Seite betreiben Sie eine gewisse Form von Sozialdarwinismus, denn Sie biegen sich der Macht des Faktischen. Sie nehmen diejenigen, die jetzt hier sind, die Schlepper bezahlt haben, die 8.000 Dollar, 10.000 Dollar hatten, um diese gefährliche Reise über illegale Wege zu finanzieren. Und diejenigen, die tatsächlich leiden, die nicht mal mehr einen Dollar haben, um sich vielleicht Hirse zu leisten, um sich Reis zu leisten, um ihre Kinder zu ernähren, Krisenherde wie den Jemen lassen Sie vollkommen außer Augen. Das sind Dinge, da können Sie tatsächlich Menschen helfen, die Hilfe brauchen. Da würde ich mir auch wünschen, wir würden da häufiger darüber diskutieren, dass wir auch in diesen Krisenherden, wo gefährliche Krankheiten ausbrechen, wo sehr viele Menschen hungern, dass wir da tatsächlich offen darüber sprechen und Sie sich nicht einfach der Macht des Faktischen hingeben und dieses prolongierte, jetzt sind Sie nun mal da, jetzt müssen wir irgendwie mit Ihnen arbeiten, weiterleben. Vielen Dank.